1! Wir sind live! Mit Harry! Warum sind die Gäste immer über mir? Warum sind die Gäste immer über dir? Da lacht sie. Mit Harry! Ja, so ist das. Wir sind beim Du. Wir sind beim Du. Ja, Wahnsinn. Sind wir aber immer mit dem Politiker? Nee, nicht bei Sonneborn. Nicht bei Martin Sonneborn, der wollte das nicht. Der wurde gesiezt. Danke, danke an die. Das war auch eine Riesenshow. Er wollte gesiezt werden. Ja. Steht dann auf, mitten in der Sendung, eine Stunde Talk und läuft in Unterhose durchs Bild. Kann man mal machen. Und beim macht er hier ständig im Parlament. Ja, Ausrufezeichen ja. Terry an dieser Stelle. Wurde auch gerade gemacht. Du weißt ja, interaktive Show sind wir hier. Die Zuschauer können mitdiskutieren, aber bitte immer respektvoll bleiben. Die dürfen auch Fragen stellen. Die bauen wir ein, wenn es passt. Und wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, auf jeden Fall. Am Anfang haben die Politiker, ich weiß noch, als wir im Februar angefangen haben, da haben die ersten Politiker gesagt, wo seid ihr? Auf Twitch? Was ist das? Dann haben wir gesagt, naja, wir erreichen schon ein paar Leute, ja. Und dann haben wir denen das so ein bisschen rübergeschickt, auch die Zahlen. Und auf einmal wollten sie alle dabei sein. Und dann ging das los mit dem Wahlkampf. Und auf einmal brauchten wir brauchten keinen Politiker mehr fragen. Die wollten alle in die Sendung. Das war Wahnsinn, ja. Mittlerweile, ja. Und dann haben wir immer die erste Frage gestellt, die auch schon wieder dank unserer Redakteurin Steffi auf dem Blatt steht. Harry, wir fangen mal ganz locker an mit Politik. Ja, ganz locker. Aber Steffi kennt, ihr müsst, ist eine ehemalige Kollegin von dir, nicht wahr? Steffi, ja, doch. Aber okay, ja, jetzt schüttelt sie den Kopf, denkt, oh Gott, was wissen die jetzt alles über mich? Ist eine ehemalige Kollegin von dir, ja, von den Grünen. Die ist nur außer Dienst. Ja. Und da kommt die Frage her. Ja, nämlich, Terry, wenn du ein Tier wärst, welches wärst du? Ja. Ich mag Elefanten sehr gerne. Ich glaube, ich wäre ein Elefant, weil ich mich für sehr sozial halte. Ein Elefant? Das haben wir auch noch nie gehört. Ich habe gerade mit dem Kaffee so ein bisschen geblubbert, als du Elefant gesagt hast. Elefant hatten wir noch nicht. Wir hatten schon Affe. Überraschend. Ja, ganz überraschend. Aber er ist sozial. Das finde ich gut. Sozial. Ja. Elefanten sind wirklich soziale Tiere. Ja. Und wisst ihr was? Eine Frage, die ich häufig gestellt bekomme, ist, wie macht denn der Elefant? Und ich finde, im Deutschen ist total klar, der Elefant macht Törö. Wegen Benjamin Blümchen. Was? Wegen Benjamin Blümchen, komm. Wegen Benjamin Blümchen. Ja. Aber dann fragt mal Menschen aus anderen europäischen Ländern, wie der Elefant macht. Twitch Prime ist kostenlos. They don't know. Das stimmt, ja. Wahnsinn. Ja. Ja, war noch gerade bei uns was im Hintergrund. Das spielen wir ganz geschickt weg. Ja. Die Regie hat aufgepasst. Vielen Dank. Super. So, ja, Töre, Benjamin. Aber du hast gesagt, sozial. Ist das der Grund, warum du dich für Europapolitik entschieden hast? Das hat sicher was damit zu tun. Eine Sache, die mich sehr davon überzeugt hat, mich politisch zu engagieren oder gerade auch auf europäischer Ebene war, das ist ja in Deutschland vielleicht nicht so ein großes Problem, aber in anderen europäischen Ländern die Jugendarbeitslosigkeit. Gerade in der Wirtschafts- und Finanzkrise ist das ja ein Riesenproblem in Ländern wie Spanien, aber auch Portugal, Griechenland gewesen. Und das war für mich ein sehr großer Grund zu sagen, so kann es nicht weitergehen, wie es jetzt gerade ist. Ich will was ändern und deshalb habe ich angefangen, mich europäisch zu engagieren und bin dann in dieses wunderschöne Parlament gewählt worden. Ja. Wann genau hat das alles dann angefangen? Also politisch engagiert bin ich schon länger, aber europäische Politik mache ich so seit 2010, 2011 und das war ja auch so ein bisschen der Höhepunkt, wo eben dann die Lehman Brothers irgendwann gecrashed waren und es hier rauf und runter ging in vielen europäischen Ländern und dann eben auch die sozialen Auswirkungen, die damit kamen, unter anderem die Jugendarbeitslosigkeit. Und bei all diesen Entscheidungen haben junge Menschen sehr viel mit den Auswirkungen zu kämpfen gehabt, aber hatten eigentlich nicht wirklich eine Stimme da drin, wie das hier diskutiert wird und was hier am Ende entschieden wird. Und da habe ich gesagt, das finde ich ziemlich kacke, deswegen will ich da selber mitmischen, habe dann kandidiert und bin dann auch ins Europäische Parlament gewählt worden 2014. Wahnsinn. Viele Politiker nehmen sich ja auch viel vor. Und was sind so deine Pläne für die Legislaturperiode? Hast du keine Ahnung, eine Prioritätenliste? Was steht ganz oben? Also ich bin ja von den Grünen und ich glaube, so der Kampf gegen den Klimawandel, der ist bei uns allen schon relativ weit oben. 2020 wird ja ein ziemlich wichtiges Jahr. Gerade hat ja auch die COP25 in Madrid angefangen.
Und so die ganze Frage, kriegen wir das jetzt wirklich hin, die Forderungen der Fridays for Future und der jungen Menschen, aber auch der WissenschaftlerInnen, was den Kampf gegen den Klimawandel angeht, wirklich umzusetzen. Und da spielt die Europäische Union schon auch eine sehr zentrale Rolle. Hm. Und das würde ich sagen, steht bei uns schon sehr, sehr weit oben auf der Prioritätenliste für die nächsten Jahre. Okay. Und die Frage ist spannend. Wenn du ein Gesetz sofort durchbringen könntest, welches würdest du verabschieden? Also ich habe ja in den letzten Jahren sehr viel zum Thema Gewalt gegen Frauen, geschlechtsbasierte Gewalt gemacht. Und das ist immer noch so ein Riesenthema. Es war ja auch gerade der Tag, der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Und die Zahlen, also ich weiß nicht, mir läuft es immer eiskalt den Rücken runter, wenn ich die sehe. Und das wäre schon eine Sache, wo ich, wenn ich morgen ein Gesetz verabschieden würde, dann wäre es wahrscheinlich eine Richtlinie gegen geschlechtsbasierte Gewalt in der Europäischen Union, weil da auf jeden Fall mehr gemacht werden muss, um diesem Problem irgendwie beizukommen. Und ich habe das Gefühl, man könnte da auch relativ einfach eigentlich mehr machen, aber es gibt einfach den politischen Willen nicht an vielen Stellen. Und ich würde ja auch sagen, dass es zum Teil zumindest damit zu tun hat, dass an ganz vielen dieser Entscheidungsstellen eben immer noch hauptsächlich Männer sitzen, die dieses Problem einfach nicht so wichtig finden. Und das würde ich gerne ändern. Und was wären die ersten Schritte? Was würdest du dann durchsetzen wollen? Also eine Sache, die ich zum Beispiel durchsetzen würde, wäre die der Beitritt aller Mitgliedstaaten der Europäischen Union zur Istanbul-Konvention. Das ist ein internationales Abkommen gegen Gewalt an Frauen. Und da stehen dann so Sachen drin, dass zum Beispiel sexuelle Belästigung bestraft wird, nicht nur am Arbeitsplatz, sondern auch darüber hinaus, dass es eine klare Definition von Vergewaltigung im Strafrecht gibt. Und dass wir einfach, glaube ich, und das ist ein wichtiger Punkt, auch über die gesetzlichen Schritte hinaus nicht mehr geschlechtsbasierte Gewalt oder sexuelle Belästigung einfach als so ein Kavaliersdelikt wahrnehmen, sondern dass es wirklich die Aufmerksamkeit bekommt, die es verdient hat. Und wir haben ja hier im Europäischen Parlament ziemlich viel auch mit der MeToo-Bewegung gemacht. Und ich glaube, da gab es so einen Moment, also da gab es auch wirklich eine Zeit, wo ich das Gefühl hatte, plötzlich spielt das eine viel größere Rolle gesamtgesellschaftlich. Aber mittlerweile habe ich ein bisschen die Sorge, dass es wieder in den Hintergrund rückt. Und deshalb will ich gerne, dass wir das einfach gesetzlich verankern, diese sogenannte Zero Tolerance zu sexueller Belästigung. Und da möchte ich mich auch weiter für einsetzen. Okay. Das ist eine gute Sache. Wir hatten das, wir kommen da auch nachher nochmal zu dieser MeToo-Bewegung. Vielleicht, wie sieht für dich, das fragen sich immer viele Leute, das hatten wir auch bei den anderen Politikern immer gemerkt, wie sieht so ein normaler Arbeitsalltag für dich aus im Parlament? Erstmal finde ich super witzig, dass ich die Politikerin bin. Ich glaube, das ist immer noch so ein Begriff, also ich bin jetzt ja schon seit 5 Jahren hier im Europäischen Parlament, aber das ist immer noch so was, wozu ich irgendwie so eine Distanz habe, weil ich mich natürlich gleichzeitig auch immer noch als Aktivistin selber wahrnehme. Und deswegen finde ich das ganz lustig, dass ich jetzt sozusagen unter dem Label die Politikerin bei euch bin und mit euch ein bisschen quatsche. So einen richtig normalen Arbeitsalltag habe ich eigentlich nicht. Also wir haben mindestens zwei unterschiedliche Arbeitsorte, eigentlich eher 3 oder 17, Brüssel und Straßburg. Und in Straßburg sind unsere Plenarsitzungen und da ist eigentlich von morgens bis abends immer Termine. Also es geht morgens mit Frühstückssitzungen los, dann sind Ausschusssitzungen, dann sind Plenarsitzungen, dann haben wir Fraktionssitzungen und da geht es eigentlich von morgens 8 bis mindestens abends 8 eigentlich die ganze Zeit durch. Hier in Brüssel ist es ein bisschen entspannter. Hier haben wir eben auch Ausschusssitzungen und Fraktionssitzungen. Aber hier habe ich immer das Gefühl, dass es noch ein bisschen mehr auch mal das große Ganze anschauen, nicht die ganze Zeit nur durch alles durchhetzen. Und das ist, glaube ich, was mir auch mit der Zeit immer wichtiger geworden ist, weil wenn man irgendwie nur noch, von A nach B rennt, dann sieht man eigentlich gar nicht mehr, wofür mache ich das hier eigentlich alles und was sollten eigentlich die großen Prioritäten sein, auf die ich mich jetzt konzentriere. Mhm. Und dann gibt es natürlich noch den wichtigen Teil der Wahlkreisarbeit. Also ich komme aus Gelsenkirchen, aus der schönsten Stadt Deutschlands, offensichtlich. Und diese Reaktion kommt sehr selten, wenn ich das sage. Er kommt aus Köln.
ursprünglich. Ach, Köln ist auch eine schöne Stadt. Köln mag ich auch gerne. Ja, die schönste Stadt in Deutschland, ja, aber ist okay. Ja. Aschaffenburg auch. Ja, mit Sicherheit, ja. Ja, aber also ich probiere auch noch so häufig wie möglich dann eben in NRW oder in Deutschland oder an anderen Orten rumzuhängen, weil Europa ist ja nicht nur, was hier in Brüssel und Straßburg passiert, sondern was auch woanders passiert. Hm. Ich finde zwei Sachen sehr schön. Also bei Frühstücksmeetings sehe ich mich auch, ja. Also ich könnte direkt auch anfangen. Und du hast gesagt, dass du hier unter dem Politikerin auftrittst. Ja, haben wir ja auch bei Martin Sonneborn so gesagt. Haben wir auch gesagt, die sind Politiker. So. Deswegen, ja. Aber du hast mal was so zwischendurch, was nicht auf dem Zettel steht. Es ist ja doch irgendwie, du bringst auch, man nimmt immer mehr Menschen in politischen Positionen war, die von sich selbst erstmal sagen, ich bin eigentlich gar kein Politiker, aber ich habe das jetzt hier irgendwie hingeschafft und jetzt müssen wir mal schauen, was wir daraus machen. Das klingt erstmal gut. Also, dass auch eben nicht irgendwie früher, wenn du Mutti gefragt hast, ja, wie wird man ein Politiker? Mutti hat zu mir mal gesagt, werd Politiker, Junge, du laberst wie ein Wasserfall, ja. Und ich sagte, ja, wie wird man ein Politiker? Da sagt sie, ja, da musst du das und das und dann musst du hier noch ein bisschen und wenn du da noch einen guten Stand hast, dann da und bla und blub und hin und her, ja. Ich sage, alles klar, habe ich keinen Bock drauf, ja. So, aber heute ist es ja so, dass man das Gefühl hat, es sind immer mehr Möglichkeiten, so. Aber wie geht man denn damit um? Die sind ja auch, glaube ich, in eurer Fraktion. Ich glaube, das kommt sogar später, aber das greife ich jetzt weg. Wie geht man denn damit um, dass man dann auf der einen Seite da vielleicht auch, ja, eigentlich irgendwie Comedians, Satiriker, die natürlich, klar, die haben auch eine Meinung und die sind eher im Kopf gefallen, um Gottes Willen, das hat man hier in der Sendung auch gemerkt, aber die natürlich trotzdem da sich auch so neben diesem ganzen Aufklärenden, ich finde bei Martin Sonneborn zum Beispiel sehr spannend, wenn er da steht und dann sagt, ich erzähle euch mal ein paar Fakten zu dem Politiker, der hier gerade gewählt wird, ja. Und dann hat er da das komplette, keine Ahnung, das Zentralregister der Polizei vorliegen und dann denkt man sich, Bruder, wirklich so, ja? Aber wie geht man denn damit um, dass wenn die Jungs und Mädels da dann irgendwie stehen und sagen, naja, heute machen wir ja, morgen machen wir nein, so, das ist ja das, was öffentlich immer sehr gerne diskutiert wird. Also wir haben jetzt, Martin Sonneborn ist ja nicht in unserer Fraktion, sondern nur Nico Semsrott, sein Kollege, der vom Realo-Flügel der Partei kommt. Und ich meine, ich kann euch das ja ganz offen sagen, ich bin nicht Mitglied der Partei, die Partei, weil ich finde, dass Politik was anderes ist. Mir ist es wichtig, was hier passiert. Hier geht es um knallharte Gesetzgebung und ich will hier die richtigen Entscheidungen treffen und nicht einmal Ja und einmal Nein sagen. Andererseits sehe ich natürlich auch, das hast du auch angesprochen, dass so ein Typ wie Martin Sonneborn oder jetzt auch Nico, einfach das, was wir hier machen, sichtbar macht für eine Gruppe von Menschen, an die ich wahrscheinlich mit, ich sag mal jetzt meinem schnarchigen Politikerinnenprofil, wahrscheinlich niemals rankommen würde. Und das ist natürlich auch ein ganz großer Wert in sich, weil einfach sehr viele Sachen, die hier diskutiert werden, bei ganz vielen Leuten da draußen einfach überhaupt nicht ankommen. Und das ist natürlich für eine demokratische Institution eine total beschissene Situation. Dementsprechend sehe ich einerseits, dass es total zentral ist, dass es hier einfach eine Mehrzahl von Menschen gibt, die wirklich ernsthaft probieren, hier gute Gesetze zu machen. Andererseits sehe ich aber eben auch, dass das natürlich auch ein Spiegelbild dessen ist, dass wir vielleicht zu wenig tun, um in einen Diskurs mit bestimmten Bürgerinnen und Bürgern zu kommen, die dann eben sagen, ja, das ist sinnvoll, was sie da im Europäischen Parlament machen und deshalb wähle ich Partei XY, die sich dann für was weiß ich, welche Themen einsetzt. Und das ist, glaube ich, was ich daraus mitnehme. Also die Zusammenarbeit mit Nico finde ich so als in der Fraktion. Ich mag Nico, ist ein netter Typ, wirklich. Ich habe ihn heute Morgen im Aufzug getroffen. Der ist ja seines Zeichens Demotivationstrainer. Er hat mir dann auch erstmal gesagt, dass ich zu viel arbeite und mal weniger arbeiten sollte. Ich finde, das macht er sehr gut mit seinem Job. Aber ich nehme für mich eben auch mit, wie kann ich denn bestimmte Mittel vielleicht noch mehr nutzen, um eben diesen Austausch mit bestimmten Leuten auch hinzubekommen, als in Anführungsstrichen wieder Politikerin. Und das ist, finde ich, eigentlich die Lehre, die wir daraus ziehen sollten, dass eben Martin und Nico oder auch andere Leute in Parlamente gewählt werden. Mhm. Okay. Darf man eine Frage stellen? Trägt er wirklich immer seinen Hoodie? Das verrate ich nicht. Das müsst ihr ihn fragen, wenn ihr ihn mal in der Sendung habt. Da möchte ich nicht irgendwelche Dinge vorstellen. Der ist anscheinend sehr beschäftigt gerade, hat man uns mitgeteilt, ja. Ja, das ist okay. Was mich aber interessiert, und das darfst du uns oder wirst du uns hoffentlich verraten, nämlich du wurdest auch von der Time Magazine zur Person of the Year gewählt. Warum? Weshalb? Was genau und wie wurde dir das mitgeteilt?
Also ehrlich gesagt wurde mir das gar nicht mitgeteilt. Ich bin irgendwann eingeladen worden, nach London zu kommen, um ein Interview zu machen. Dann habe ich dieses Interview gemacht und eine Woche später schrieb mir jemand und sagte, oh Terry, du bist ja im Time Magazine und offensichtlich mit der MeToo-Bewegung Person of the Year. Also das hat mich sehr überrascht. Ich habe dann aber auch ein Exemplar zugeschickt bekommen. Also so als sozusagen dann die offizielle Information, dass ich da mit dabei bin. Ich bin natürlich nicht selber als Person ausgezeichnet worden, sondern als Teil der MeToo-Bewegung. Und das habe ich auch eben schon angesprochen. Also wir waren hier im Europäischen Parlament und nicht nur ich, sondern viele Kolleginnen und Kollegen sehr aktiv, um Forderungen im Kampf gegen sexuelle Belästigung auch hier umzusetzen. Wir hatten eben im Zuge dieser Debatte auch Fälle hier im EP. Für euch vielleicht nochmal als Hintergrund, als Abgeordnete, wir haben alle persönliche MitarbeiterInnen. Und man muss schon wirklich sagen, es ist auch ein Problem, dass wir einfach wahnsinnig viel Macht über die haben, weil wir eigentlich als Arbeitgeberin fast alleine entscheiden können, ob wir die feuern wollen oder was für Gehaltsstufen wir denen zahlen. Und das führt dazu, dass es eben sehr, sehr großes Machtgefälle zwischen unterschiedlichen Menschen, sehr große Hierarchien gibt. Und überall, wo es große Machtgefälle gibt, gibt es eben auch so Probleme wie zum Beispiel sexuelle Belästigung. Und darauf haben wir hier im Europäischen Parlament hingewiesen und haben eben probiert, Reformen durchzusetzen im EP, aber natürlich auch darüber hinaus, zum Beispiel über so eine Richtlinie, wie ich sie gerade angesprochen habe. Und das hat hoffentlich, und das ist nach wie vor eben auch eine, ja, politischer Kampf, den wir hier kämpfen, so viel Wellen geschlagen, dass wir wirklich was umsetzen können. Und deshalb hat das Time Magazine dann eben gesagt, wir nehmen da auch ein paar EuropäerInnen mit rein. Und so bin ich dann Teil dieser Person of the Year Auszeichnung geworden. Obwohl ich immer noch wirklich, wirklich wichtig finde, darauf hinzuweisen, es sind eben nicht Leute wie ich oder auch nicht die Schauspielerin XY, sondern es war wirklich diese wahnsinnig große Bewegung von Millionen von Menschen, die eben gesagt haben, wir brechen das Schweigen und wir sagen jetzt eben, wir wollen nicht mehr länger mit sexueller Belästigung leben. Und ich glaube, dass das ein wahnsinnig starker und kraftvoller Aufbruch war, um sich einfach gegen bestimmte Machtstrukturen zu stellen, die es eben gerade in so Orten wie Parlamenten, aber auch in Unternehmen, überall, gerade da, wo es Hierarchien gibt, eben immer noch sehr, sehr stark gibt. Was darf man fragen, hat sich denn was an dieser Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Situation im Parlament speziell geändert? An der Struktur, kannst du den immer noch morgen loswerden, wenn du den loswerden willst? Oder hat man das auch so ein bisschen angepasst? Hat man sich damit beschäftigt? Also wir diskutieren da hier schon drüber. Es hat sich ein bisschen verbessert im Sinne von, dass es bessere Beschwerdeinstitutionen gibt, also dass die MitarbeiterInnen sich besser wehren können, wenn ihnen Unrecht getan wird. Ich glaube auch, dass das ganz wichtig ist. Es ist natürlich, es gibt ein sehr viel größeres Bewusstsein bei den Abgeordneten. Also was wir zum Beispiel durchgesetzt haben, ist, dass es Trainings gibt, die sich eben genau mit so Themen wie sexueller Belästigung, aber auch Mobbing, allgemein schlechte Behandlung am Arbeitsplatz, schlechte Arbeitsbedingungen auseinandersetzt, einfach weil wir auch wollen, dass das hier für alle ein sicherer, ein diskriminierungsfreier und guter Arbeitsplatz ist. Ja, hier arbeiten ja auch Hunderte und Tausende von Menschen in dieser Institution. Mhm. Und ich finde auch, wir haben in einer gewissen Art und Weise eine Vorbildfunktion, weil wenn das im Parlament nicht funktioniert, wie soll ich mich denn dann bei einem Unternehmen hinstellen und sagen, ihr müsst das jetzt aber so umsetzen. Dementsprechend glaube ich schon, dass es da ein größeres Bewusstsein mittlerweile gibt, aber wir haben auch noch einen super langen Weg vor uns, weil immer noch diese, ich sag mal, sehr althergebrachten Vorstellungen davon, es gibt hier eben bestimmte Leute, die sind wichtig und es gibt hier bestimmte Leute, die sind weniger wichtig, die gibt es immer noch wahnsinnig stark. Und das kriegen natürlich, ich sag mal, gerade PraktikantInnen und MitarbeiterInnen sehr viel stärker zu spüren, als das jetzt irgendwie hier der Chef vom, was weiß ich, Generalsekretariat zu spüren bekommt. Und das ist, glaube ich, was ein langer Prozess ist, wo wir bestimmte Reformen vorgeschlagen haben, die nur sehr schleppend umgesetzt werden. Aber es passiert langsam was. Also ich habe immer noch die Hoffnung, dass wir jetzt gerade vielleicht auch mit einem neuen Schwung in der neuen Legislaturperiode da nochmal weiterkommen. Aber, und das ist vielleicht auch noch ein Punkt, das ist auch so, was mir diese MeToo-Bewegung nochmal gezeigt hat, wenn sich da draußen niemand für interessiert, was hier im Parlament passiert, dann ändert sich hier auch nichts. Ja, und das ist bei Gesetzgebung so, aber das ist bei solchen Sachen genauso. Ja, wenn da draußen niemand ist, eine Sache, wo ich viel zugemacht habe in der letzten Legislaturperiode, war, unbezahlte Praktika im Europäischen Parlament abzuschaffen.
Und wenn wir da keine MedienvertreterInnen hatten, die da Artikel drüber geschrieben haben, dann hat sich hier da niemand für interessiert. Ja? Sobald es eine Öffentlichkeit gab, sobald es Leute gab, die auf Twitter oder sozialen Medien oder in klassischen Medien darüber berichtet haben, dann sind hier plötzlich Leute hellhörig geworden und haben gesagt, okay, vielleicht müssen wir da wirklich mal was dran ändern. Und deshalb auch der Appell, wenn man Sachen scheiße findet, dann meldet euch, ja, macht was. Weil ansonsten bewegt sich einfach in so großen Institutionen wie so einem Parlament wahnsinnig wenig. Und wenn man aber Lärm macht, und ich finde, da gibt es eben die Beispiele, dann kann sich was verändern. Und das ist eine total wichtige Realisierung, die man, glaube ich, haben muss. Okay, jetzt du hast das eben so schön gesagt, das nimmt dann draus keiner wahr. Nochmal zur Frage, das hast du jetzt sehr oft gesagt, sexuelle Belästigung, und hast das aufs Parlament auch gebrochen. Ist das denn wirklich so ein ich habe unbewusst noch die Story, da war was mit Julia Reda damals, die hatten wir auch mehrmals zu Gast in der Sendung, da war irgendwas in der Richtung. Aber ist das wirklich so ein massives Problem im Parlament? Also wir kriegen das ja nicht mit. Ist das wirklich ein Ding, was dort so oft passiert, und da nimmt man das irgendwo wahr? Das klingt so, als wäre das Gefühl an der Tagesordnung. Sexuelle Belästigung im EU-Parlament. Jetzt mal so eine schlechte Bild-Zeitungsschlagzeile, ja. Passiert das so oft? Also es passiert oft und ich glaube sehr viel häufiger. Und was ich krass fand, auch nochmal in sehr, sehr extremeren Fällen, als man das von außen meiner Wahrnehmung nach gedacht hätte. Also es ist ja mittlerweile jetzt auch schon ein bisschen her, aber als diese Fälle dann ans Tageslicht kamen, also davon überrascht war ich nicht, weil ich sozusagen natürlich auch hier das Umfeld und die Atmosphäre mitbekomme. Aber zum Teil die Geschichten, die da ans Tageslicht gekommen sind, das war schon einfach krass. Also das ging so weit, dass irgendwie Abgeordnete vor ihren MitarbeiterInnen masturbiert haben. Ja? Und dann wurde ganz häufig gesagt, ja, es gibt halt kulturelle Unterschiede. Vielleicht wird das in Frankreich anders interpretiert als in Polen. Und dann habe ich so gedacht, nee, vor MitarbeiterInnen masturbieren, das ist in keiner Kultur irgendwie akzeptabel. Ja? Das ist einfach sexuell übergriffig und es kann nicht sein in einem Arbeitskontext. Ja? Und dementsprechend glaube ich, dass die Fälle, die da sozusagen dann auch in Medienberichten diskutiert worden sind, dass sie das Problem nochmal sehr viel klarer gemacht haben. Aber, und das will ich nochmal sagen, das ist eben nicht ein Problem, das jetzt im Europäischen Parlament da ist und sonst im Bundestag und in Landtagen oder an anderen Orten eben nicht existiert. Das gibt es an allen Orten, wo es eben dieses krasse Machtgefälle gibt. Mhm. Ja, weil dann sind da eben Leute, die glauben, und es gibt es auch hier und es gibt es überall sonst, wo sehr, sehr mächtige Menschen sind, die glauben, die könnten sich alles erlauben. Und das war, glaube ich, auch das, was mich am meisten schockiert hat, dass es wirklich Menschen gab, die dachten, die kommen da einfach raus, ohne sich überhaupt erklären zu müssen. Hm. Und das ist, glaube ich, so eine Kultur, so ein Selbstverständnis, das wir aufbrechen müssen. Ja, ich bin hier Arbeitgeberin, ich habe eine Verantwortung für meine MitarbeiterInnen. Und es fängt ja auch nicht mit sexueller Belästigung an. Das fängt schon damit an, eben so ein Gefühl zu haben, dass das Leute sind, die irgendwie zu meinen Diensten hier sind. Ja, und das, glaube ich, ist ganz wichtig, dass wir darüber sprechen und gerade an so eben nochmal Orten mit Vorbildfunktionen wie Parlamenten da eine andere Kultur etablieren. Und da, glaube ich, war die MeToo-Debatte hier im Europäischen Parlament schon ein krasser Anstoß für. Okay. Sind denn die europäischen Kulturen, es treffen ja im EU-Parlament natürlich verschiedene Kulturen auch aufeinander, sind die so unterschiedlich oder sagst du, das wird ganz oft gerne vorgeschoben? Also ich habe das in dieser Debatte hauptsächlich als so ein bisschen eine Ausrede wahrgenommen. So, ja, das ist eben in Südeuropa so. Und nein, das ist in Südeuropa nicht so, ja. Und ich finde, man kann dann auch nicht, und das hatte ich auch bei einigen Deutschen dann das Gefühl, sozusagen, also die Fälle, die dann öffentlich diskutiert worden sind, das waren eben alles anonyme Fälle. Und dann wurde immer so ein bisschen suggeriert nach dem Motto, ja, das waren bestimmt alles Franzosen, die das betrifft. Mhm. Und das sind eben so Punkte, wo ich dann wirklich denke, da werden dann eben diese kulturellen Stereotypen auch vorgeschoben, damit es auf jeden Fall kein Deutscher oder kein Schwede war am Ende des Tages. Und da würde ich immer sagen, nee, es geht nicht um kulturelle Fragen, es geht um Macht. Und wir müssen eben eine Kultur hier etablieren, wo Macht nicht was ist, was mich davor schützt, mich gerade in solchen Fragen dann auch zur Verantwortung der Verantwortung stellen zu müssen. Und das glaube ich schon, dass wir da wirklich in den letzten Jahren es geschafft haben, was aufzubrechen. Okay.
Ja, wenn wir bei gerade ein bisschen so auch, du hast Social Media erwähnt, wenn das dann Aufruhr kriegt und so, Social Media sind wir auch vertreten und du auch, zumindest hier bei uns auch auf Twitter, Ausrufezeichen Terry. Im Internet herrscht ja viel Anonymität. Wie, also wenn du Hass mitkriegst, Hassreden, irgendwas, wie gehst du mit Hass um? Wenn jemand auf dich zukommt und dich irgendwie beleidigt oder irgendwas, ignorierst du dann eher oder versuchst du dann trotzdem mit dieser Person zu reden? Wie ist da deine Einstellung zu? Also ich glaube erstmal, was bei mir total wichtig war, ich bin ja relativ jung, auch dezidiert feministisch und gerade auch während dieser Flüchtlingsdebatte sehr klar positioniert in die Politik gekommen. Und deshalb bin ich dann schon auch sehr krass und ich glaube auch so ein bisschen von 0 auf 100 mit einfach wahnsinnig viel Hass konfrontiert gewesen. Das war für mich eine völlig neue Situation erstmal. Und ich glaube, an ganz vielen Stellen habe ich das gemacht, was gerade viele Frauen, aber ich glaube auch viele Menschen im Internet machen. Ich habe das sehr stark auf mich bezogen. Ich habe das so wahnsinnig individualisiert und habe dann gedacht, okay, ich habe da vielleicht auch was Falsches gesagt und deshalb muss ich jetzt irgendwie selber damit klarkommen und damit alleine umgehen. Und ich glaube, dass das ein riesengroßer Fehler war. Deswegen, wenn ich jetzt gerade mit jungen Frauen rede, aber auch mit anderen jungen Leuten, also wir haben ja jetzt sehr viele neu gewählte junge Abgeordnete hier im Parlament und wenn die mir dann so berichten, was die so für Erfahrungen machen, dann sage ich eigentlich immer, sucht euch Netzwerke, sucht euch Gruppen, wo ihr darüber reden könnt, weil das ist kein Einzelfall, das ist nicht irgendwie, es betrifft Person XY, das ist zum Teil wirklich auch bewusst gesetzte Angstmache, das ist bewusst gesetzter Hass, um eben bestimmte Leute aus einer öffentlichen Debatte gerade in Social Media rauszudrängen. Das ist so immer das Erste, was ich auch für mich selber immer noch wichtig finde, dass ich halt sage, ich thematisiere das und ich gehe da offensiv mit um. Und dann ist bei mir auch mittlerweile wirklich die Scham gefallen, Sachen zu löschen. Also wenn irgendwie Leute rassistische, sexistische, homophobe Sachen auf meinen Social Media Kanälen posten, also zum Beispiel auf meiner Facebook Page, dann lösche ich das mittlerweile. Das steht auch in der Etikette ganz klar so drin. Da hatte ich früher irgendwie noch, glaube ich, größere Ängste, dass ich irgendwie so dachte, oh mein Gott, aber das soll ja auch eine offene Debatte sein. Jetzt denke ich so, nee, du bist Rassist, also tut mir leid, aber dann lösche ich deinen Debattenbeitrag in Anführungsstrichen. Mhm. Oder auch Falschinformationen, also wenn da irgendwelche Weltverschwörungstheorien kommen, das lösche ich, also da bin ich mittlerweile wirklich sehr konsequent. Ich zeige an, also Bedrohungen zum Beispiel nach dem Motto, wir schneiden dir die Kehle durch und wissen, wo du wohnst, das ist nichts, was ich irgendwie noch auch nur im geringsten akzeptieren muss. Es geht sofort an Strafverfolgungsbehörden weiter. Und ansonsten, und das glaube ich, ist für mich wichtig, probiere ich eben in so einer Debatte immer wieder klarzumachen, ich will, dass wir hart streiten, ich will, dass wir harte Sachauseinandersetzungen haben, auch in Social Media, aber ganz viel, was da kommt, ist wirklich organisierter Hass und das ist, wird eben strukturell genutzt, um Definitionsmacht zurückerkämpfen. Und das muss ich einfach nicht akzeptieren. Und gerade als Frau und gerade irgendwie People of Color, ja, gerade Menschen, die von Rassismus betroffen sind, die müssen das nicht akzeptieren, sondern die müssen sich dagegen zur Wehr setzen. Und ich glaube, die einzige Möglichkeit, die man hat, ist es eben mit Solidarität zu machen und dann in so einem Moment zu sagen, ich stehe hier nicht alleine, sondern es gibt ganz viele andere und die springen mir auch zur Seite. Und das ist, glaube ich, auch was, was wirklich in den letzten Jahren sehr, sehr viel besser funktioniert, weil wir viel stärker darauf vorbereitet sind, dass diese Attacken kommen und weil wir dann auch viel schneller wirklich sozusagen uns dagegen positionieren und dann Solidarität von der anderen Seite zeigen. Und das ist total zentral. Weil ich meine, diese Debatten nicht mehr zu führen, kann am Ende nicht die Lösung des Problems sein, weil alle sozialen Medien eben so viele Möglichkeiten schaffen, die Menschen nutzen sollen und müssen, um unsere Debatten zu demokratisieren, um mehr Menschen auch in solche Rollen zu bekommen, dass sie für sich sprechen können. Und deshalb wegzugehen, kann auf jeden Fall für mich zumindest nicht die Lösung dieses Problems sein, sondern sich zu solidarisieren und sich gemeinsam dagegen zu stellen, dass es so hasserfüllte Typen gibt. Jetzt hast du eben was gesagt, fürs Internet kann ich das verstehen. Du hast gesagt, wenn da Leute zum Beispiel auch rassistische Kommentare runterposten, dann werden die gelöscht, so, ja, weil im Internet da auch vielleicht einen Diskurs oder eine Erklärungsrunde zu starten, macht seltenen Sinn, weil dann gibt es immer einen nach dem anderen. Aber wie sieht's denn im wahren Leben, also im Real Life aus, wenn dir ein Rechter gegenübersteht?
Wählst du da das Gespräch, versuchst du den vielleicht auch irgendwo mal abzuholen, zu sagen, pass mal auf, das ist der Standpunkt und was du da erzählst, jetzt denk doch mal kurz. Also ich habe das ganz oft, dass wenn ich vielleicht auch Leute irgendwo in meinem Leben getroffen habe, wo ich weiß, die haben gesagt, ich habe jetzt die AfD auch aus Trotz gewählt, ja, dass ich gesagt habe, jetzt, ich will dir mal kurz helfen, lass uns doch mal ganz sachlich an die Nummer drangehen, auch mal ganz sachlich an die AfD drangehen und über Fakten reden, ja, dann versuche ich die abzuholen. Wir hatten das auch hier in der Sendung, da haben wir zum Beispiel auch ein Stück weit Hass bekommen. Wir wollten damals mit einem Politiker der AfD in den Talk gehen und wollten dort einen Diskurs führen und wollten auch, wir wollten Dinge verstehen. Die Sendung hat nicht stattgefunden, weil bei uns, so wie bei der AfD, das Internet dann auch am Ende nicht funktioniert hat. Ganz kuriose Nummer gewesen. aber wir wurden auch angegriffen und es wurde gesagt, ihr gebt Rechten eine Bühne, eine Plattform und wir mussten da wirklich auch so ein bisschen, wir haben da ein bisschen Wind bekommen und haben das gar nicht verstanden, weil wir am Ende des Tages natürlich, wir wollen in den Diskurs und wir wollen vielleicht auch unsere Ansicht, nämlich zu sagen, immer, wenn du das erzählst, ich erzähle dir mal ein bisschen was aus meiner Sicht, mal gucken, was da kommt, ja, ist ja medial, aber wie gehst du damit um, wie machst du das, wenn dir da jemand gegenübersteht, mutest du den oder sagst du, okay, pass mal auf, ich will dir mal vielleicht ein wenig helfen? Also ich glaube erstmal, dass es eine wahnsinnig wichtige Debatte ist, die irgendwie immer noch sehr, also nur in bestimmten Kreisen geführt wird. Also natürlich irgendwie bei den Leuten, mit denen ich spreche, so, ich würde mal sagen, jetzt vielleicht eher links-grüne Kreise, wo das eine große Rolle spielt. Und dann natürlich, was weiß ich, bei MedienvertreterInnen, wo das irgendwie auch immer wieder einfach aufploppt. Wenn ich dann so mit meinen Eltern oder meiner Verwandtschaft rede, bei denen kommt das irgendwie nicht an. Wie gehe ich eigentlich mit so AfD-PolitikerInnen zum Beispiel medial um? Deswegen würde ich mir wünschen, dass das vielleicht auch noch breiter über, was weiß ich jetzt, Leute, die da sich wirklich direkt mit beschäftigen müssen, hinaus diskutiert wird. Und ich unterscheide sehr stark. Also ich unterscheide schon zwischen Leuten, die jetzt mal die AfD gewählt haben oder was weiß ich, auch zum Teil unter vielleicht falschen Vorstellungen denken, die AfD sei irgendwie eine normale bürgerliche Partei und PolitikerInnen. Weil ich glaube schon, dass denen sehr, sehr bewusst ist, wofür sie stehen. Ich glaube auch diese Vorstellung davon, da gibt es irgendwie gute und schlechte und da gibt es den einen Flügel oder den anderen Flügel. Also mal ganz ehrlich gesagt, das ist eine rechtsextreme Partei. Und jetzt nach dieser Wahl in Thüringen und nach diesem Wahlkampf, also ich weiß nicht, wie häufig die sich noch entlarven müssen, bevor man das dann wirklich durchschaut hat. Und ich kann euch eins sagen, und deswegen bin ich ziemlich rigoros, was bestimmte Dinge angeht. Ich möchte nicht, dass wir irgendwann österreichische Verhältnisse haben. Ich bin ja hier auch sehr viel mit österreichischen Kolleginnen und Kollegen in Kontakt und da hat die FPÖ es einfach wirklich geschafft, eine ganz normale Partei unter anderen zu werden. Und ich möchte nicht, dass eine rechtsextreme Partei, die an vielen Stellen eben Diskurse aus der Nazizeit ganz offen wieder aufmacht, wie eine ganz normale Partei in Deutschland behandelt wird. Und da würde ich schon sagen, dass ich auch zum Teil Grenzen ziehe. Also dass ich sage, bei bestimmten Sachen, wenn da Leute von der AfD, gerade Leute, die eben wahnsinnig rassistisch, sexistisch, homophob sich geäußert haben in der Vergangenheit, wenn die da eingeladen werden, dann bin ich nicht mehr Teil dieser Debatte. Und ich verstehe den Punkt total, den du machst, dass du sagst, ich will aber ja auch in den Diskurs mit denen gehen. Ich glaube nur, dass diese Vorstellung davon, es gibt irgendwie einen neutralen Raum, da gehen wir alle rein und das beste Argument gewinnt dann am Ende, dass so öffentliche, gesellschaftliche Debatten nicht funktionieren. Und ich finde, Donald Trump hat da sozusagen, wie er zum Teil, glaube ich, auch strategisch wirklich klug seinen Wahlkampf gemacht hat, hat das sehr stark gezeigt. Er hat halt einfach hinbekommen, den Diskursraum immer weiter nach rechts zu schieben. Also plötzlich waren da Dinge total akzeptiert und sagbar, die vor 10 Jahren auch bei konservativen Leuten auf jeden Fall auf Unwohlsein getroffen werden. Ja? Und da möchte ich einfach nicht Teil von sein. Ich möchte nicht darüber diskutieren, ob der Holocaust am Ende des Tages doch vielleicht gar nicht so eine schlimme Sache war und nur ein Vogelschiss in der deutschen Geschichte. Entschuldigung, die Debatte will ich nicht führen müssen, weil das für mich Grundlage unserer demokratischen Ordnung ist. Also, dass die Bundesrepublik Deutschland ein antifaschistischer Staat ist, ist für mich, it fucking goes without saying, ja, und dass wir diese Diskussion überhaupt gerade führen, das, glaube ich, ist schon eine Gefahr in sich, weil das auch ablenkt von wichtigen Debatten, die wir eigentlich gerade führen müssen. Und deshalb sage ich immer an so einer Stelle,
ich diskutiere dann lieber mit den Leuten, die wirklich lösungsorientiert diese Zukunft bauen wollen, anstatt ich meine Energie darauf verschwende, nochmal irgendeinem Nazi zu erklären, weswegen Holocaust-Leugnung nicht okay ist in einem Land wie Deutschland oder überhaupt nicht okay ist. Ja? Und das ist, glaube ich, für mich schon in dieser Diskussion eine sehr wichtige Grundlage für die Entscheidung, gehe ich in eine Debatte rein, gehe ich in eine Diskussion oder nicht. Mhm. Das stimmt. Aber glaubst du, ich habe eine Frage, glaubst du nicht, dass, wenn wir auf der einen Seite sagen, ich verstehe, was du sagst, auf jeden Fall, aber wenn du auf der einen Seite hingehst und du mutest denjenigen, weil du sagst, die Diskussion wird hier keinen Sinn haben, weil der verschiebt den Raum, wie du sagst, ja, also ich mute den, dann geht er hin und polarisiert das öffentlich, was die AfD tut. Die anderen wollen nicht mehr mit uns reden. Guckt dir diese bösen Kinder an, so. Dann sind die nah am Volk dran, die AfD. Wenn du da in den Osten schaust, da sind die ja sehr volksnah, ja. Die arbeiten volksnah. Und die anderen großen etablierten Parteien sind in der Öffentlichkeit und leisten sich gefühlt, wenn man Social Media, Twitter betrachtet, wir haben das seit Februar hier in der Sendung miterlebt, die CDU, die SPD, ein Fauxpas nach dem anderen, wo alle drauf wälzen und dann jetzt auch noch die ganzen Influencer wach werden und denken, Rezo und wie sie alle heißen, da prügeln wir mit ein. Also da steht ja auf einmal so eine AfD, die sagt, hey, ja, wir sind hier gemutet und keiner von den großen Politikern will mit uns reden und wir sind ja eigentlich relativ volksnah und die anderen machen ja nur Scheiße. Stärkt die das nicht? Unheimlich? Machen die das nicht sowieso, ob ich die mute oder nicht? Die Opfer sind sie doch in ihrer eigenen Lebenswelt sowieso. Also ich weiß aber nicht, kann man die nicht argumentativ gut weg? Also guck mal, hast du dieses Wochenende, da war ja dieser, war das ARD oder ZDF? Bitte nagelt mich gerade nicht auf den Sender fest. Aber da wurde er ja zugeschaltet. Hast du dir das angeschaut? Ja. Ich fand einfach super mit seinen eigenen Worten geschlagen. Er hat gesagt, guck mal, ich will dir mal kurz was zeigen. Guck dir das mal bitte an. Und dann sag mir. Und dann war der auf einmal, konntest du doch in der Sendung merken, ja, der ist an die Wand gespielt worden. Das steht jemand von der AfD, der einfach nicht mehr wusste, was er sagen sollte. Und der Journalist sagt, alles klar, vielen Dank für das Gespräch. Also er hat ihm die Plattform, er hat ihm die Bühne gegeben, ARD oder ZDF. Und die, das ist doch meistens, also ich höre ganz oft immer, dass es heißt, die sind ganz intelligent in ihrer Art und Weise, wie sie vorgehen und so. Und ich denke dann immer, als mit meinen 36 Jahren, nee, das sind die eigentlich nicht, argumentativ kannst du die eigentlich so wegholen, ja. Aber da sitzt du da und denkst dir, der hat sich doch gerade dreimal widersprochen in einem Satz so. Also das, und das denke ich mir immer, das sehen doch auch die Politiker da draußen, die müssen das doch wahrnehmen, die kannst du doch so, ZDF wird gerade geschrieben, vielen Dank, die kannst du doch so wegnehmen. Also deswegen denke ich, ja, ich würde denen den Raum geben und würde die einfach aushebeln, weil das ist so einfach. Und der ganzen, auch in Deutschland, der Bevölkerung zeigen, guckt mal, wie bescheuert die eigentlich sind, Mann. Und das wählt leider gerade ein großer Teil in Deutschland. Und gefühlt werden es leider immer mehr. Ja, also ich sehe den Punkt und ich glaube, auch Medien haben natürlich auch nochmal eine andere Position als jetzt ich als Politikerin, ne? Also die müssen da irgendwie auch nochmal anders mit umgehen. Und das war jetzt ein Beispiel von einem Interview, wo ich dir zustimmen würde. Aber also ich glaube, dass das die AfD oder AfD-Politikerinnen sich als Opfer gerieren, sozusagen sagen, da will niemand mit uns reden, das passiert sowieso. Also nach dem Interview sagen die dann wahrscheinlich, das war alles abgekartetes Spiel, die Systemmedien wollen uns fertig machen und so weiter und so fort. Also dass die diesen Opferkult haben, das ist, glaube ich, einfach so. Also da kann man so oder so mit umgehen. Die Frage für mich, die sich stellt, ist, wie wir an die Leute rankommen, die ja wahrscheinlich dieses Interview überhaupt nicht sehen, weil sie überhaupt gar kein ZDF mehr gucken oder keine ARD mehr gucken oder allgemein keine Systemmedien, Anführungsstrichen, mehr konsumieren. Mhm. Und da glaube ich, dass, weil das sind die Menschen, die in weiten Teilen dann eben auch von solchen entlarvenden Interviews ja nicht erreicht werden. Ja? Also die wissen überhaupt nicht, was für ein Quatsch die labern, weil die eben immer nur diese, was weiß ich, Facebook-Informationen von der AfD selber oder von irgendwelchen rechten Medien bekommen. Und da, glaube ich, müssen wir einfach andere Kanäle hinbekommen und andere Wege wiederfinden, als PolitikerInnen, ne, mich eingeschlossen, mit diesen Leuten in ein anderes Gespräch zu kommen. Ich glaube, darüber, dass ich mit AfD-PolitikerInnen diskutiere, komme ich nicht mit denen ins Gespräch, weil dann bin ich in der Sprechposition sowieso die andere Seite, dann bin ich ja schon von den Falschen. Und das ist
ne, also ich habe das auch gedacht in den Wahlkämpfen wieder, ja, in die kleinen Dörfer gehen, wo halt sonst keiner hingeht, mit den Leuten auch in einem direkten Gespräch sprechen. Und natürlich, dann motzen mich auch Leute an und beleidigen mich, ja. Aber ich glaube, dass es sehr viel einfacher ist, da vielleicht nochmal einen anderen Diskurs und eine andere Nähe herzustellen zu bestimmten Gruppen, als ich das in irgendeinem Fernsehinterview oder in irgendeiner öffentlichen Debatte auf irgendeinem Podium jemals könnte. Mhm. Und das ist natürlich in Ostdeutschland so, aber ich komme aus Gelsenkirchen. Ja, in Gelsenkirchen haben auch 17% die AfD gewählt. Ja, also wie komme ich irgendwie zu den Leuten hin und wie kann ich da irgendwie einerseits sagen, so, die AfD geht überhaupt gar nicht und die AfD geht für mich überhaupt gar nicht, ja, aber trotzdem eine Diskussion mit den Leuten, die aus welchen Gründen auch immer AfD gewählt haben, wiederherzustellen. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung, vor der ich stehe und mit der ich mich beschäftigen möchte. Sehr wichtiges Thema. Ich glaube, da kann man noch 2 Stunden drüber diskutieren und Meinungen austauschen. Ich habe aber die Uhr leider im Blick. Aber noch ein Satz dazu. Wir hören zu. Du machst das eigentlich ja ganz schön gut, weil du bist auf Twitch. Du bist über Twitch auch nochmal an einer ganz anderen Zielgruppe, vor allen Dingen auch vielleicht an der jüngeren Zielgruppe dran. Viele, wenn man Umfragen startet, die vielleicht sagen, nee, keine Ahnung, gerade habe ich keinen Bock. Wir hatten das in vielen Sendungen, keinen Bock zu wählen oder so. Die machen doch eh alle Scheiße, ja. Ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit. Auch Timo Wölken nutzt sie. Das ist ein Satz mit vielen Nebensätzen. Vielleicht gelingt es ja über die Jugend, über diese Zielgruppe, die man wieder erreicht, auch den Älteren, den Frustwähler der AfD wieder zu erreichen. Weil ich glaube, die Jugend kann viel bewegen und kann die Älteren irgendwie dann auch wieder grabben und sagen, ey, warum Mama oder Vater, warum wählt ihr denn die AfD? Seid ihr bescheuert? Ihr hört mal zu, ja? Vielleicht ist das auch ein Weg. Mhm. Definitiv. Ja? Ja, ja, du willst zum Brexit. Wir müssen. Wir müssen. Ich will nicht zum Brexit. Weil das Ding ist, Terry hat nämlich noch andere Verpflichtungen und wir können nicht überziehen, weil wir könnten auch noch sehr lange darüber vielleicht sprechen. Vielleicht kommen wir ja nochmal nächstes Jahr zusammen oder so. Aber ja, Brexit, wir wollen nicht zum Brexit. Wir wollen nicht zum Brexit hier in Irland. Keiner will das. Aber wir müssen es irgendwie. Ich glaube, die Queen will es auch nicht gefühlt. So, daher die Frage an dich. Wir müssen nämlich jetzt zackig ein bisschen leider machen. Kannst du ein Update geben? Wie sieht's gerade im EU-Parlament aus? Brexit heiß diskutiert oder doch nicht? Kannst du das unseren Zuschauern ein bisschen näher bringen? Brexit heiß diskutiert, sehr emotional diskutiert. Und wir warten halt gerade, ihr wisst ja, am 12.12. ist Wahl in Großbritannien. Wie das ausgeht, die haben ja ein sehr confusing election system. Die haben ja dieses Mehrheitswahlrecht, deswegen kann man das vorher nicht so gut vorhersehen, wie das am Ende ausgeht, wie das vielleicht in Deutschland ist. Sieht aber im Moment schon danach aus, dass Johnson wahrscheinlich Premierminister bleibt. Und dann ist das Austrittsdatum eben der 31. Januar. Und dann werden wir sehen, ob er für seinen Deal, den er ausgehandelt hat, eine Mehrheit im britischen Parlament bekommt. Das war ja die große Frage. Kriegt irgendeine Premierministerin oder Premierminister eine Mehrheit für diesen Austrittsdeal? Und dann würden wir hier im Europäischen Parlament nochmal darüber abstimmen. Und dann würde es in der Tat im Januar zum Brexit kommen. Und ich glaube, dass es eine falsche Entscheidung war und ist, dass es immer noch, ich habe es auf dem Parteitag gesagt, eine absolute Scheißidee ist, dieser Brexit. Aber nichtsdestotrotz müssen wir jetzt irgendwie mit dieser Situation umgehen. Und wenn es am Ende dann über diesen Deal, wenn darüber abgestimmt wird, dann glaube ich auch, dass das hier eine Mehrheit im Europäischen Parlament bekommen würde. So ist zumindest im Moment mein Eindruck. Aber, das sage ich auch, ich arbeite jetzt schon sehr lange zu diesem Thema, ich mache keine Vorhersagen mehr, weil im Brexit ist ungefähr alles passiert, was kein Mensch vorher sich hätte vorstellen können. Und dementsprechend ist das sozusagen alles hochspekulativ, was ich gerade erzähle, weil was dann am Ende wirklich passiert, ob es noch eine weitere Verlängerung gibt, ob es eventuell auch nochmal ein weiteres Referendum gibt und der Brexit noch abgewendet werden kann, das steht eben alles noch in den Sternen und wird sich in den nächsten Monaten zeigen. Nehmen wir aber jetzt an, kommt dazu, ja, und ohne Vorhersage, ja, aber wir sprechen sehr viele Deutschen an, wir leben in Irland, für uns ist das nochmal eine andere Geschichte, aber was wird das für Deutschland bedeuten? Also ich glaube, erstmal wäre es natürlich so für dieses politische Projekt Europäische Union
Also ich würde nicht sagen, dass es der Anfang vom Ende ist oder so, das wird ja zum Teil sehr aufgebauscht, aber es ist schon ein krasser Hit. Also es ist natürlich ein großer Mitgliedsstaat, der die Europäische Union verlässt, gerade in so Zeiten wie Donald Trump ist US-Präsident, Wladimir Putin, Erdogan, also ne, die Autokraten vereinen sich gerade irgendwie weltweit und da finde ich, ist die Europäische Union eigentlich so der Hort, wo Demokratie, Menschenrechte großgeschrieben werden sollten, wo wir stärker zusammenarbeiten sollten, um eben gemeinsame Lösungen zu finden. Wenn es um Klimawandel geht, wenn es um tausend andere Themen geht. Und da ist es natürlich schon politisch ein absoluter, eine Schwächung des europäischen Projekts. Mhm. Darüber hinaus, es wird ja häufig gesagt, wird es eben negative wirtschaftliche Auswirkungen für Deutschland haben, weil Deutschland einfach ein sehr, sehr enger Handelspartner des Vereinigten Königreichs ist und dementsprechend natürlich eine schwierigere Situation haben wird, wenn Großbritannien nicht mehr im Binnenmarkt ist. Und danach sieht es ja gerade einfach aus. Aber ich würde immer sagen, so die politischen Auswirkungen, die das hat, die sind eigentlich langfristig noch krasser als die wirtschaftlichen Auswirkungen, die wir erleben werden. Mhm. Was auf keinen Fall passieren darf, ist, dass das Karfreitagsabkommen in irgendeiner Art und Weise angegangen wird. Weil ich, das hast du eben gesagt, ich glaube, das würde nochmal ein ganz böses Licht auf die EU werfen, wenn wir dann Unruhen durch die Grenze hätten, vielleicht ja, sogar auch Auseinandersetzungen mit Todesfolge oder terroristische Akte, dann hätten, also ich glaube, das wäre ein ganz großer Fleck dann auf der EU. Das darf einfach nicht passieren. So, das wäre schrecklich, ja. So, das merkt man auch hier, Das sagen auch viele Iren, also die Iren aus der Republik Irland sagen, wenn das passiert, dann zweifle ich an der EU. Und da komme ich auch zur nächsten Frage. Wie kann man verhindern, dass noch mehr Länder diesen Schritt gehen wollen würden? Also die EU zu verlassen. Ja, ist ja ganz interessant. Nachdem das Brexit-Referendum so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist und dann dieses Chaos losging, ist ja in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union die Zustimmungsrate zur Mitgliedschaft in der EU nach oben geschossen. Weil halt alle Leute gesagt haben, okay, ich finde vielleicht diese scheiß Gurkenverordnung oder was auch immer, ja, es gibt Dinge, die nerven mich an der EU, aber wenn man sich das jetzt mal alles in allem anschaut, ist es schon eigentlich ganz geil, dass wir frei reisen können, dass wir überall leben können, dass wir zusammenarbeiten, dass wir immer probieren, gemeinsame Lösungen für auch sehr komplexe Probleme zu finden. Und das hat mich ja eher darin bestärkt, zu sagen, also jetzt so Panik mache nach dem Motto, Tschechien ist das nächste Land, das geht oder so weiter und so fort. Das, glaube ich, bringt uns auch einfach nichts. Für mich ist halt eher die Frage, wie können wir denn die zum Teil ja auch berechtigte Kritik, die es an der EU gibt, wie können wir die hier im Europäischen Parlament und auch mit den Staats- und RegierungschefInnen so umsetzen, dass wir eben dieses Projekt so reformieren, dass die Leute nicht das Gefühl haben, dass es zum Beispiel weit weg ist, dass da Entscheidungen getroffen werden, die nichts mit ihrem Leben zu tun haben, dass es total undurchsichtig ist, dass hier viel zu viel Lobbyismus von großen Unternehmen gemacht wird, dass irgendwie so die Anliegen, was weiß ich, der Bürgerinnen und Bürger eine geringe Rolle spielen. Das, finde ich, ist eher so die Aufgabe, die sich für mich daraus ergibt. Und wie können wir wieder klar machen, was sozusagen die Vorteile der Europäischen Union sind und wie können wir das, was gerade falsch läuft, verändern? Und deshalb bin ich ja hier im Europäischen Parlament, um genau das zu machen. Okay. Und gibt's noch Entscheidungen vor dem Weihnachtsfest groß im EU-Parlament, die groß auf der Tagesordnung stehen? Also es ist keine Entscheidung, aber ich will es trotzdem mal sagen, wir vergeben den Sacharow-Preis. Das ist ein Preis des Europäischen Parlaments für Gedankenfreiheit und für den Kampf für Freiheit allgemein. Und den kriegt dieses Jahr ein uigurischer Aktivist, Ilham Tohti heißt der. Und ihr habt es vielleicht mitbekommen mit diesen China Cables, also die Verfolgung der uigurischen Minderheit, das ist eine muslimische Minderheit in China, die ist einfach, also wirklich furchterregend. Und ich glaube, die kriegt gerade viel zu wenig Aufmerksamkeit auf der Welt, ja, weil ich auch manchmal das Gefühl, dass China für viele Menschen einfach wahnsinnig weit weg ist. Und dieser uigurische Aktivist, der sitzt im Knast in China und weil der eben sozusagen das publik gemacht hat und gesagt hat, es kann so nicht weitergehen. Und dementsprechend glaube ich, dass das wirklich nochmal ein wichtiger Punkt ist, da vielleicht nochmal hinzuschauen und zu gucken, was passiert da eigentlich gerade in China. Und deshalb finde ich es so wichtig, dass wir diesen Preis eben auch an diesen Aktivisten vergeben. Was vielleicht auch uns interessiert als Content Creator oder auch die Zuschauer da draußen, es war ja, da hatten wir sogar eine Woche, eine Politikwoche, Urheberrechtsreform, ist ein bisschen ruhig geworden. Als erste so viel Wirbel, ja, und jetzt hört man so ab und zu mal wieder was. Wird das überhaupt noch diskutiert? Ist das noch auf der Tagesordnung?
Also im Europäischen Parlament eher indirekt, weil jetzt gerade ist ja die Umsetzung in den Mitgliedstaaten steht sozusagen an. Und das ist häufig so, dann war die große Abstimmung hier, dann war es knapp, dann war, ihr könnt euch erinnern, mit den 5 Stimmen, wer hat einen Änderungsantrag gestellt, wer hat wie abgestimmt und so weiter und so fort. Glaube ich, hat auch nochmal vielen Leuten klargemacht, was im Europäischen Parlament diskutiert wird, ist überhaupt nicht so unwichtig. Ja, das ist nicht nur irgendeine Laberbude, sondern da werden wirklich Entscheidungen getroffen, was ich sehr gut fand und dann eben auch die massive Mobilisierung, die es ja gegeben hat. Und jetzt muss man aber eben auch hinschauen. Und das wird häufig als was total Technisches verkauft. Das muss jetzt halt nur in nationales Recht umgesetzt werden. Faktisch ist es sehr, sehr politisch, was da gerade passiert. Deswegen glaube ich, ob man das jetzt in Deutschland anguckt oder in anderen Mitgliedsländern, muss man eben sehr genau hinschauen, wie wird denn jetzt dieses And Other Measures, also das Thema Upload-Filter, wie wird das denn jetzt genau vor Ort umgesetzt, ja? Und welche Regierungen gehen da welche Schritte, auch vielleicht das so ein bisschen zu vergleichen, weil zum Teil, das ist so was sehr Typisches, wird dann auch in den Hauptstädten der Mitgliedstaaten gesagt, ja, das hat, will die EU so, dass wir das so machen. Und wenn man dann aber mal über den Tellerrand schaut, in anderen Mitgliedstaaten ist es anders umgesetzt worden, vielleicht besser umgesetzt worden. Also da auch zu vergleichen, wie gehen jetzt die Regierungen damit um, ganz genau hinzuschauen, das bleibt sehr, sehr wichtig in der konkreten Umsetzung von dieser Urheberrechtsreform. Okay, und auch sehr wichtig, bevor wir dich gleich gehen lassen, wir haben noch eine kleine Speedrunde, aber eine wichtige Frage, das kann man nicht machen, hier sitzt jemand von den Grünen, da müssen wir natürlich noch wissen, Klimakrise, EU-Parlament, was ist da geplant, was läuft da aktuell, gibt es da ein paar Informationen? Haben wir noch eine Stunde Zeit, nein, ich will vielleicht eine ganz konkrete Sache, also wir diskutieren ja gerade diesen European Green Deal, das sind alle Sektoren, Verkehr, Wärme, was auch immer. Ich glaube, was gerade super wichtig ist und was auch immer so ein Thema ist, wo relativ wenig hingeguckt wird, ist der Haushalt. Und da haben wir gerade durchgesetzt, und das ist sozusagen on a positive note, dass sehr viel mehr Investitionen, weil das halt einfach, ne, das ist 1 Billion Euro, die kann halt entweder in Scheiße investiert werden oder in positive Dinge. Da haben wir gerade durchbekommen, dass sehr viel mehr Geld in klimafreundliche Investitionen fließen soll. Das ist, glaube ich, ein super wichtiger Schritt, dass wir eben nicht Kohlekraftwerke und Atomkraftwerke und was weiß ich, Autobahnen damit bauen, sondern dass wir wirklich probieren, die Wirtschaft Klima, also ne, dass wir die Wirtschaft fürs Klima umbauen. Das ist auch was, das jetzt gerade wirklich noch sehr, sehr heiß ist. Und da vielleicht sich mal ein bisschen mit Zahlen zu beschäftigen, kann auch nicht schaden. Ja, nochmal zurück zu kommen. Daniel hat das so schön dann zusammengefasst. Und zwar, du machst einen guten Schritt. Du trittst hier im Internet auf, ja, nicht bei ZDF oder irgendwo, sondern du sprichst auch andere Zuschauerschaft an. Die Frage ist, könntest du dir sowas öfters vorstellen? Also quasi den Leuten auch, den Leuten darf man ja nicht sagen. Vor allen Dingen auf der Plattform Twitch. Ja, Updates geben, weil ich finde das so spannend. Wir haben sehr viele Sachen angehakt und eigentlich hätten wir noch eine Stunde über Diskurs mit der AfD sprechen können. Wie sieht es eigentlich aus? Wir könnten über Klimawandel sprechen. Viele Kollegen machen das ja bereits auf Twitch. Wahnsinn. Twitch, auch was, das wird ja immer unterschätzt. Was den Marktanteil angeht, ist Twitch ja weit vor YouTube, ja. Das heißt, das wird immer unterschätzt an dieser Plattform. Eigentlich aktuell die größte Plattform, wenn es um gewatchte Minuten geht, ja. Hm. Also könntest du dir das vorstellen? Definitiv. Ich glaube, ich suche ja auch immer nach neuen Arten, wie ich irgendwie in Kontakt treten kann. Und es gibt eben Dinge, die glaube ich, also ich bin jetzt 32, ich bin immer noch nicht so alt, aber es gibt eben Dinge, die mir eher, also ne, Twitter, Facebook natürlich, jetzt Instagram, aber dann. Also ich habe zum Beispiel bei Snapchat wirklich, das sage ich jetzt einfach mal in diesem ungeschützten Raum, für mich eine Herausforderung gehabt, weil es irgendwie so ein Social-Media-Kanal war, der mir jetzt nicht so total natürlich gekommen ist. Und also ich probiere aber genau das, was ihr auch sagt. Ne? Also das zu machen und das jetzt nochmal mitzunehmen, das wird auf jeden Fall genotet. Handy, App installieren und dann brauchst du nicht wie wir hier mit Live-Schnitt und den ganzen Spökes, kannst du einfach auf Live gehen drücken, bist du auf Twitch live. Musst dir nur einen Account erstellen. Und sag dann frag mal den Team, ich weiß nicht, ob du. Guck mal, ich weiß nicht, ob du Kontakt zu Timo Wölken hast, aber der ist da mittlerweile schon Experte, ja? Wir haben am Ende noch schnell eine Speedrunde, keine Erklärung. Alle Politiker hassen das bei uns, aber das ist jetzt so, ja. Keine Erklärung und du musst dich entscheiden. Ich habe so einen Anfang. Ja oder nein?
Achso, nee, du musst einen Namen oder eine, ja, du musst einen Begriff wählen. Einen Begriff wählen. Es ist eigentlich immer die gleiche Speedrunde. Hättest du die letzte Sendung gesehen, hättest du es schon gewusst. Okay, und geht. Der Chat darf auch gerne mitschreiben, ja? Also, Terry, zum Abschluss. Jetzt geht's los. Es tut uns leid. Das ist, manchmal die Redaktion ist schuld. Manchmal ist das jetzt schwierig. Jetzt bau dir aber auch wirklich eine riesengroße Spannung auf. Ja, es ist, man muss das, oder? Man muss das zelebrieren. Trump oder Johnson? Johnson. Bier oder Joint? Bier. Habeck oder Baerbock? Baerbock. Straßburg oder Brüssel? Brüssel. Wir sind zu schnell für den Chat. Egal, ihr macht einfach mit, Chat. Tempolimit oder Veggie Day? Veggie Day. AKK oder Merz? AKK. Und jetzt die wichtigste Frage zum Abschluss. Twitch oder YouTube? Twitch. Da sehr kann gut. Man nochmal klatschen. Ach ja, super. Sehr nett. Ja. Ich hätte noch weiter diskutiert. Also, nicht die Bande nicht diskutiert, aber doch irgendwie schon und doch nicht. Und ja, doch. Schön. Vielen Dank, gut. Ben. Terry Reintke, Ausrufezeichen Terry, ich sag das immer so ein bisschen eng. Terry, wie sagt man es richtig? Also ich sag Terry. Terry. Aber es sagen auch viele Leute Terry. Und die Franzosen sagen Thierry und denken, ich bin Mann. Also. Das ist okay. Okay, lass uns Frank. Ja, lass uns. Nein. So, Ausrufezeichen Terry in den Chat, da findet ihr alle Social Media Links. Vielen Dank für deine Zeit. Wir würden kurz in die Pause gehen und würden nochmal kurz hinter der Kulisse Tschüss sagen, ja, Terry. Aber dir gehört das letzte Wort an die Zuschauer, an uns, an wen auch immer. Macht mit. Europa ist das, was wir draus machen. Ich hoffe, ihr seid dabei.